hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Heute möchten wir euch zeigen, wie wir Berner Röstis machen in der Petromax-Pfanne. Die wichtigste Zutat für unser Röstis sind natürlich die Kartoffeln. Hier sind das große mehlig kochende. Dann haben wir hier Petersilie, frisch aus dem Garten, Salz und Pfeffer und Muskat. Dann haben wir hier Butter und natürlich ein Bauchspeck. Als erstes schneiden wir den Speck, erstmal die Schwarte weg und schneiden, ihr seht, das ist 2 cm, schneiden wir mal hier in der Mitte durch. So, und schneiden jetzt Stifte weg, so Längsstifte. So, und jetzt schneiden wir unsere Petersilie noch. So, jetzt kommt natürlich die unangenehme Aufgabe, erstmal die Kartoffeln schälen. Das machen wir jetzt erstmal für diese 5 Stück. Die Kartoffeln sind geschält, jetzt verbreiten wir die. Ich nehme hier diese größere, mit den größeren Löchern die Seite. Sieht dann so aus. Ja, da schob ich mal bis ich die Kartoffeln durch habe. So, liebe Grillfreunde, wir haben jetzt die Kartoffeln gerieben und wir salzen die jetzt. So, hat auch den Vorteil, dass es jetzt noch schön Wasser zieht. Dann Pfeffer. Ein bisschen Muskat. Bei Kartoffelgerichten ist Muskat richtig gut. Auch nicht zu viel. Okay, das lassen wir jetzt noch eine Weile liegen. Also vermengt das jetzt noch ein bisschen und lassen das noch eine Weile stehen. Jetzt nehmen wir das Geriebene und drücken das Wasser mit der Hand heraus, richtig kräftig. Da rein natürlich. So, Freunde, der Grill ist schon vorgeheizt, die Pfanne ist auch vorgeheizt. Jetzt nehmen wir den Speck und geben den in die Pfanne. Geben wir ein bisschen Butter dazu. Lassen den Speck ein bisschen anrösten. So, jetzt geben wir die Kartoffeln dazu, die Röstis oder das Geriebene. Das Ganze und verteilen das gut in der Pfanne. Das muss auch richtig angedrückt werden, damit das ein Plätzchen wird. Gehen hier ein bisschen mit vom Rand weg, weil hier wird es am schnellsten gar. Da das ja rohe Kartoffeln sind, müssen die ganz langsam garen, nicht zu schnell. Und geben jetzt noch Butter dazu am Rand. Wir haben jetzt die Pfanne in den etwas indirekteren Bereich geschoben
weil das soll ja langsam garen und das dauert so lange, bis es hier so langsam dann goldbraun wird. So Freunde, jetzt kommt der spannende Moment. Wir drehen jetzt den Rösti. Ich habe da hier so ein Pizzablech. Und rund damit. So, und jetzt fällt unser Rösti auf der anderen Seite noch. Und sobald der dann braun ist, müssten die Kartoffeln dann auch gut sein. Wieder ein bisschen im indirekten Bereich. Unser Rösti ist jetzt fertig. Den drehen wir jetzt auf die Platte und rutschen das ganze Ding aufs Brett. Und danach machen wir unser Tellerbild und unser Fazit. So, unser Rösti ist jetzt fertig. Jetzt garnieren wir den noch mit Petersilie schön. So, ich zerschneide mal den Rösti erstmal in eine Hälfte. In zwei Hälften? Zwei Hälften natürlich. Probieren wir ein Stück. Jetzt kosten wir mal unseren Berner Rösti. Sind durch, knusprig, wunderbar. Ja, liebe Grillfreunde, wenn euch unser Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar. Und damit ihr in der Zukunft keine Folge mehr verpasst, würde ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wie immer beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, euer Team von Zackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.